Jangasana ist ein Asana, welches im Sanat Kumara Samhita erwähnt wird, aber nicht genauer beschrieben wird. Janga heißt Unterschenkel und so weiß, wissen wir nicht genau, was in dieser Samhita wirklich gemeint ist. Oft bezeichnet das, was beschrieben wird, da wo man drauf sitzt. Und so könntest du sagen, Jangasana könnte die Stellung sein, wo du die Unterschenkel auf dem Boden hast und auf den Unterschenkeln sitzt. Mit anderen Worten, der Kniesitz, auch Fersensitz genannt. Judith zeigt, wie es geht. Gib die Schienbeine auf den Boden, gib die Knie auf den Boden, die Fußrücken auf den Boden und sitze gerade. Dann kannst du die Hände entweder auf die Knie oder Oberschenkel geben, wenn du willst, auch die Hände falten oder die Hände in Chin Mudra geben. Das könnte eine Variation von Jangasana, Unterschenkelstellung sein.